Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es wieder um die Hansa, also um den berühmten Filmlook. Vor circa einem Jahr kam die russische Firma Die Hansa auf mich zu, ob ich nicht ihr Plugin zur Filmemulation testen wolle. Das habe ich natürlich gerne getan. Ich verlinke euch den Film mal unten. Und ich muss sagen, seitdem bin ich riesengroßer Fan von Die Hansa Pro und setze das Plugin auch in fast allen meinen Produktionen ein. Jetzt wurde ich wieder kontaktiert, denn es gibt eine neue Version von Die Hansa Pro. Und darüber hinaus gibt es zwei neue Plugins, nämlich für Photoshop und für Lightroom. Und damit haben die bei mir natürlich offene Türen eingerannt, denn ich habe mir schon ganz oft gewünscht, den Die Hansa Look auch in Photoshop einsetzen zu können. Außerdem war ich ganz gespannt auf die neuen Features. In meinem Video zeige ich euch ausführlich alle Tools und den Einsatz der verschiedenen Plugins. Und darüber hinaus demonstriere ich euch an aktuellem Material, wie ich Die Hansa Pro in meinem täglichen Workflow einsetze. Über die Funktionsweise habe ich in dem ersten Teil meines Reviews schon eine ganze Menge erzählt, deshalb jetzt nur in Kürze. Die Hansa ist ein OFX-Plugin für Color Grading und Filmeffekte in DaVinci Resolve. Und natürlich gibt es jetzt das Plugin für Photoshop und Lightroom. Grundlage dazu ist echtes Foto- und Filmmaterial mit echten analogen Kontrollen. Film Grain, Bloom und Halation Effects vervollständigen den Look. Und dann gibt es noch Gate Weave und ein paar andere nette Features. Außerdem wird in der neuen Version die Aces Pipeline komplett unterstützt. Die Hansa in Russland blickt auf einen riesengroßen Erfahrungsschatz zurück. Die hatten eines der größten Filmlabore in der ehemaligen Sowjetunion. Grundlage für die Filmprofile sind ausgeklügelte Scans und natürlich eine ganze Menge Mathematik. Schauen wir uns als erstes die Installation an. Auf der Website kann ich auf die Download-Page gehen und habe dort die Möglichkeit, mir auszuwählen, welche Versionen ich nehme. Wir beginnen mit DaVinci Resolve und dem Die Hansa Pro OFX Plugin in der Version 5.0. Ich bin auf Macintosh und löse den Download aus. Dann erhalte ich die üblichen Installer-Files, die ich ganz normal starten kann, und damit ist die Installation auch schon passé. Jetzt öffnen wir DaVinci Resolve. Ich bin in der Version 17. Generell kann ich das Die Hansa Plugin auf mehreren Pages einsetzen, zum Beispiel in der Edit Page, innerhalb von Fusion und in Color. Wir schauen es uns auf der Color Page an. Ich habe etliche Files vorbereitet. Das sind Szenen aus dem aktuellen Kurzfilm Mein 44 von Rainer Wolf, das er mit Ralf Möller gedreht hat. Ich bin wieder für das Color Grading zuständig. Schauen wir uns mal an, was wir hier haben. Das ist das Originalmaterial. Sieht schon sehr schick aus, gedreht auf einer Sony. Aber es fehlt halt jeglicher Filmcharakter. Das ist das, was ich jetzt draus gemacht habe. Und bevor wir uns jetzt die Hansa anschauen, zeige ich euch mal ganz kurz die Notes. Erster Schritt bei mir immer eine kleine Noise Reduction. Dann kommt eine Exposure-Korrektur und Anpassung. Dann kommt Color Balance, da habe ich gar nicht so viel gemacht. Nur ein bisschen verschoben in Richtung Green Tones im Gamma-Bereich. Dann kommt eine Kontrastanpassung, eine Saturation und ein Optical Effects mit Ray. Und dazwischen sitzt mein Filmlook. Und ich sehe schon, wenn wir den ein- und ausschalten, das ist buchstäblich schon die halbe Miete. Dieser Node enthält den Die Hansa Pro in der Version 5. Wenn ich das Plugin zum ersten Mal starte, muss ich nach unten scrollen und habe dort die License-Info. Meine Lizenz ist aktiviert. In diesem Fenster müsst ihr eure Lizenz-Info eingeben. Und darüber hinaus gibt es einen weiteren Button, Check Profiles. Wenn das Plugin frisch installiert ist, muss ich hier als allererstes Filmprofile, Kameraprofile und Printmedia nachladen. Hier in meinem Fall ist alles aktuell. Ich habe 62 Filmprofile,
54 Kamera-Input-Profile und ein Film-Output-Profil. Das ist die aktuelle Zahl, mit der das momentan ausgeliefert wird. Die Installation der Profile geht relativ schnell und zügig. Beginnen wir mit dem ersten Modul, Input. Ich klappe die anderen mal zu. Wie ihr seht, eine ganze Menge, was da zu machen ist. Im Input-Profil lege ich als allererstes meinen Farbbereich fest. Rainer hat das Gerät in Rec 709, insofern bin ich hier richtig. Zur Auswahl stehen Rec 2020, der komplette ACES-Workflow, Xenion Filmlogs und verschiedene Kameras. Ich kann hier also eine Kamera auswählen, wäre das zum Beispiel eine Blackmagic. Kann ich hier ganz genau das Kameraprofil auswählen, was ich brauche und auch das Format, in dem es damals gedreht worden ist. Wird hier natürlich überhaupt nicht passen, weil wie gesagt, hier war es Rec 709. Im Vergleich zum letzten Jahr wurde tatsächlich mein Wunsch berücksichtigt und es gibt jetzt auch ein Color-Profil für die Blackmagic Pocket Cinema Kamera 6K. Hier ist eine Übersicht der mitgelieferten Kameraprofile. Alexa Mini, was mir sehr gut gefällt, es gibt jetzt neue iPhone Filmic Prolog. Damit arbeite ich persönlich relativ viel. Blackmagic hatte ich schon erwähnt, da gibt es die verschiedenen Pocket Cinema Kameras in den verschiedenen Farbprofilen. Dann gibt es diverse Canon-Profile, jede Menge DJI, von Action über Mavic bis hin zu Zenmuse X7. Es gibt Fujifilm, es gibt Kinfinity, Panasonic, von Red gibt es diverse Kameras, Sigma und Sony-Kameras, alles was das Herz begehrt. Des Weiteren kann ich hier Anpassungen der Farbtemperatur anwenden. Ich kann hier also meinen Weißabgleich verändern, inklusive Tint. Und ich kann, falls vorhanden, ein Defringing vornehmen. Das passiert allerdings bei vielen modernen Kameras gar nicht mehr, sodass man dieses Setting an der Stelle wirklich vernachlässigen kann. Ich möchte euch ein kleines Diagramm zeigen, wie das Dehancer Pro Plugin funktioniert. Als allererstes haben wir logischerweise den Input, welcher Farbraum, welches Kameraprofil. Danach folgt das Expand Tool und die Filmprofile. Dann kommt die Generierung von Filmgrain, der Halation-Effekt, Bloom-Effekt. Danach geht es in die Print-Options, in den CMY Colorhead, die Vignettierung. Als zusätzliches Tool gibt es den LUT-Generator und die False-Color. Und dann der Output. Der nächste Bereich nennt sich Film und ist eigentlich das Herzstück von Dehancer. Hier gibt es momentan 62 verschiedene Filmprofile. Schauen wir uns die mal an. Hier gibt es echte Motion Picture Films, wie zum Beispiel Fuji Eterna, Vivid oder Reala. Dann gibt es Kodak Vision in den verschiedenen Ausprägungen Tungsten, Daylight, 500 und 250 und 50. Dann gibt es klassische Farbnegativfilme von Adox über Agfa, Astrum, Cinestill, Fuji Color. Eine Vielzahl von Kodak Filmen. Einer meiner Favorites ist der Kodak Aero Color. Konica-Filme, Rollei-Filme und es gibt Dia-Filme, Color-Positive-Films, den Agfa-Chrome RSX 2200, Fuji-Chrome in Provia, Velvia, Kodak Ektachrome, den Kodachrome 64, einen ganz berühmten Dia-Positive-Film, den hatte ich früher sehr, sehr gerne genutzt. Von Orvo gibt es noch ein Profil und von Polaroid. Es gibt Schwarz-Weiß-Filme, Agfa-Scala, Fuji-Film, Neopan, die berühmten Ilford-Filme, Kodak Eastman, Kodak Plus X, Rollei Orto, Swema-Type. Und es gibt Instant-Films von Fuji und von Polaroid. Zu guter Letzt gibt es dann noch die Gattung Exotic-Films. Da haben wir den Ambro-Type. Das ist quasi eine Emulation der Nassplattenfotografie aus den Anfängen. Und es gibt zwei Profile von Lomo und einen Prokudin-Gorski. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. All diese Filme kann ich mir hier oben auswählen. Ich habe hier mal einen Fuji Color Superior gewählt. Blende den mal ein und aus. So ist es ohne Filmprofil. Somit. Und des Weiteren kann ich in der Rubrik noch ein sogenanntes Push and Pull vornehmen. Je nach Charakteristik des Films, ob es ein Negativfilm ist oder ein Positivfilm oder ein Motion Picture Film, wirken diese Slider ein bisschen anders. Und ich kann den Effekt verstärken
oder abschwächen. Wählen wir mal schnell noch ein anderes Beispiel aus. Das wäre der Look von Kodak Rom 64 mit seiner typischen Magenta-Färbung. Das ist der Aero-Color, der mir auch sehr gut gefällt. Aqua-Charakteristik. Für diesen Film habe ich mich aber für den Fujicolor Superior 1600 entschieden. Und den wählen wir wieder aus. Die nächste Rubrik nennt sich Expand. Dort kann ich quasi meinen Kontrastumfang festlegen. Ich kann den Blackpoint einstellen. Sieht man sehr schön auch an den Scopes unten. Das sind jetzt quasi Lifted Blacks, sehr deutlich. Und ich kann den Weißpunkt festlegen. Das Ganze kann ich im Normalmodus machen oder im Luma-Modus. Ich habe ehrlich gesagt keinen riesengroßen Unterschied gefunden zwischen den beiden Modi. Durch die Kontrasteinstellungen kann ich schon mal einen grundsätzlichen Look vorgeben. Nächstes Tool, Print. Wie der Name schon sagt, geht es hier um die analogen Print-Einstellungen aus der klassischen Film- und Fotoentwicklung. Profile sehen wir uns gleich an. Hier kann ich die Belichtung festlegen. Und zwar wirklich in einer, wie ich finde, hervorragenden analogen Simulation. Probiert es einfach selber mal aus. Das ist was, was man ganz schwer beschreiben kann. Des Weiteren kann ich hier den Total Kontrast festlegen, also den Farbkontrast. Von heftig bis nicht vorhanden. Und ich kann die Farbdichte festlegen. Wenn ich die rausnehme, bin ich fast schon in einem Bleach-Bypass-Look. Und natürlich kann ich an der Stelle auch die Saturation gezielt verändern. Ich kann einen Analog Range Limiter anschalten. Dadurch wird das Filmmaterial in besonderer Art und Weise beeinflusst. Neu in der Version 5, die mir jetzt vorliegt, im Unterschied zu meiner Version, ist die Möglichkeit, dass ich hier tatsächlich nicht nur ein lineares Profil anwenden kann, sondern dass ich tatsächlich auch das Print-Ausgangsmaterial simulieren kann, wie es im Kino vorgeführt wird. Also zum Beispiel mit einem Kodak 2383 Filmprint. Oder ein Cineon Log oder ein Kodak Fotopapier. Wählen wir uns mal ein anderes Material aus, an dem man das ein bisschen besser sehen kann. Das war meine lineare Ausgabe. Vorher, nachher. Sieht schon mal ganz cool aus, aber das Tüpfelchen auf dem i ist tatsächlich die Ausgabe auf dem Filmprint. Und das finde ich schon ganz großes Kino. Das sieht richtig, richtig gut aus. Wie gesagt, da müsst ihr ein bisschen spielen, das wirkt nicht immer alles gleich gut, aber ich finde es ein hervorragendes Tool. Bislang konnte das nur mit Bordmitteln gemacht werden von Resolve. Man musste in den Cineon Farbraum konvertieren und konnte dann die Filter von der Studio-Version verwenden. Aber ich finde es natürlich super, dass das jetzt in einem und demselben Plugin funktioniert. Wie gesagt, was das Ausgangsmaterial betrifft, ihr müsst da möglicherweise ein bisschen spielen, um gute Ergebnisse zu erzielen. Das nächste Tool ist der sogenannte CMY Colorhead. Das ist dem echten Filmentwicklungsprozess nachempfunden. Hier gibt es verschiedene Slider. Dem einen oder anderen wird es sofort bekannt vorkommen, weil es doch sehr ähnlich ist zu den Tools von DaVinci, nämlich den Printer Lights. In den Primaries findet man die unter Offset. Wenn man weiß wie, kann man mit beiden Methoden sehr ähnliche Ergebnisse erzielen. Ich habe das Gefühl, wie wenn der Colorhead analoger funktioniert. Ganz schwer zu beschreiben, das müsst ihr selber einfach mal ausprobieren. Es sind einfach weichere Korrekturen damit möglich. Was kann ich generell machen? Ich habe die Komplementärfarben Gelb und Blau, Magenta und Grün und Cyan und Rot und kann hier die unterschiedlichen Anteile ändern. Wenn ich meinem Film sehr schnell einen kalten Look geben will zum Beispiel, kann ich die Blue-Anteile erhöhen. Ich mache es mal drastisch, dass man sieht, was passiert. Ich kann ihm aber auch Wärme verleihen, indem ich einfach mal ein bisschen in den Yellow-Bereich gehe und vielleicht ein bisschen Magenta dazu gebe. Oder ich kann die Balance zwischen Cyan und Rot verschieben. Und natürlich in der Kombination. Ich kann die Slider miteinander verbinden über Gang. Dann gibt es einheitliche Korrekturen. In der Regel, denke ich, sind aber die Einzelanpassungen besser. Ich kann generell einen Impact einstellen. Machen wir mal was Drastisches, damit man das sieht. Das entspricht quasi einem Transparency
oder Opacity Slider, wie man ihn sonst kennt. Hier habe ich noch die Möglichkeit, die Exposure festzunageln, dass ich nicht über einen bestimmten Wert komme. Wenn ich das jetzt mal ändere, schaut mal auf die Scopes, was da passiert. Da sind wir relativ schnell jenseits von Gut und Böse, wenn wir nicht wissen, was wir tun. Ich würde tatsächlich auch für dieses Bild ein bisschen mehr in die Blue-Richtung gehen und dann haben wir schon ein super geiles Ergebnis, wie ich finde. Ich benutze den Colorhead relativ oft, gerade wenn es darum geht, eine leichte Richtung, einen leichten Look vorzugeben. Das nächste Tool ist Film Grain und das macht, wie ich finde, einen riesengroßen Unterschied. Ich vergrößere mal den Bereich, dass wir auch auf YouTube noch sehen, was wir tun. Und schalte es mal ein und aus. Und das, finde ich, ist schon so ein bisschen die Seele von einem analogen Film. Schauen wir es uns mal in der Bewegung an. Das ist einfach sehr schön und homogen. Ich gehe mal in die Vergrößerung, dass wir es ein bisschen besser sehen können. Dieses Film Grain macht die Hansa Pro richtig gut. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum brauche ich das? Ich habe doch diverse Film Grain Tools auch innerhalb von DaVinci Resolve. Das ist völlig richtig, die sind auch sehr gut. Aber das Film Grain von DaVinci Resolve ist sozusagen einheitlich über dem kompletten Bild. Das wird mit Hilfe eines Verrechnungsmodus einfach auf das Bild angewendet, komplett. Die Hansa erzeugt das Grain mathematisch und analysiert dazu das Bild. Das führt zu einem wesentlich homogeneren Eindruck. Ich gehe ein bisschen in die Vergrößerung wieder rein. Was habe ich denn zur Verfügung? Ich habe hier die Size, wo ich die Größe einstellen kann. Ich kann die Menge einstellen. Ich weiß nicht, was auf YouTube jetzt noch übrig bleibt. Ich kann die Film Resolution einstellen und vor allen Dingen kann ich das Ganze getrennt in den Bereichen Shadows, Midtones, Highlight und Chroma einstellen. Klar, Grain ist ein bisschen rechenintensiv, vor allem wenn ich in 4K oder in 6K arbeite, aber die Hansa hat eine gute Möglichkeit gefunden, das relativ schnell zu berechnen. Also mich hat es noch nie richtig großartig aufgehalten, wenn ich ehrlich bin. Also Film Grain, eine wunderbare Möglichkeit, dem Ganzen ein bisschen mehr Leben zu verleihen. Jetzt wählen wir uns wieder ein anderes Bild aus. Ich glaube, das funktioniert sehr gut, genau, wunderbar. Und beschäftigen uns mit dem nächsten Tool, das ist das sogenannte Halation Tool. Halation ist quasi eine Nebenwirkung, wenn man so möchte, aus dem Filmbereich. Passiert vor allen Dingen an ganz hellen Bereichen und erzeugt eine rötliche orange Färbung, so wie man hier sehen kann. Das Ganze kommt dadurch, dass das Filmmaterial aus drei Schichten besteht. Aus der blauen Schicht, aus der grünen Schicht und aus der roten Schicht. Und einem sogenannten Anti-Halation Backing. Allerdings verhindert der nicht alles. Und es kommt immer wieder vor, dass von der Kamera Licht reflektiert wird und auf die rote Schicht trifft. Das ist vor allen Dingen, wie gesagt, bei hellen Bereichen so der Fall. Und genau das passiert bei Halation. Und das können wir wunderbar simulieren. Ich vergrößere mal und schalte die Halation aus. Und sehe schon, der Zauber ist weg, wenn man so möchte. Also genau hier sind die roten Bereiche. Ich habe einen Maskierungsmodus, mit dem ich das Ganze super eingrenzen kann. Ich habe meinen Source Limiter. Ich habe einen Background Gain. Ich kann Smoothness reingeben, um das Ganze ein bisschen zu glätten. Ich habe eine Local Diffusion, die macht sehr, sehr viel aus. Wie stark ist der Effekt? Es gibt eine Global Diffusion, die auf das komplette Bild wirkt. Und ich kann das Ganze noch deutlich verstärken über Amplify. Dann kann ich noch den Farbwert bestimmen innerhalb von Grenzen. Es würde in meinem Rottonbereich bleiben, weil das eben durch die klassische Aufnahme auf Film genauso ist. Es gibt eine Blue Compensation und es gibt einen Impact, mit dem ich das Ganze abschwächen kann. Jetzt machen wir mal den Maskmodus wieder raus, den Maskierungsmodus. Und wir können uns noch in echt ein paar Slider ansehen. Amplify, Diffusion. So ist das Ganze mit und so ist das Ganze ohne. Also ich finde, das ist ein Hingucker, obwohl es eigentlich ein Fehler ist vom Bild, aber es sorgt einfach dafür, dass das Bild interessanter und in Anführungsstrichen analoger aussieht.
In der aktuellen Version von Premiere 17 gibt es auch neu Inhalation Plugin. Das ist auch super und mit dem kann ich jede Menge einstellen. Aber ich finde es natürlich klasse, alles innerhalb einer Plugin-Suite zu haben. Jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Favorit, Blooming. Ich wähle mal kurz ein anderes Bild aus. Bloom ist hier auch schon eingestellt. Es verfügt über einen Maskierungsbereich, wo ich mir ziemlich genau auswählen kann, wo ich den Effekt anwenden möchte. Und mit Bloom erzielt man einen weichen Look. Es wird ein ähnlicher Effekt erzielt wie mit den Pro Mist oder Black Pro Mist Filtern, zum Beispiel von Tiffen, die einfach dafür sorgen, dass das Bild ein bisschen weicher wird. Großer Vorteil hierbei, ich kann es gezielt einsetzen und abschwächen oder verstärken, so wie ich es brauche. In dem Fall benutze ich Bloom tatsächlich auch, um ein sogenanntes Relighting stattfinden zu lassen. Ich habe das so eingesetzt, dass eben auch das Gesicht von Ralf Möller ein bisschen mit bestrahlt wird. Ich persönlich finde es ein super Tool und es macht wahnsinnig viel vom Look aus. Schauen wir uns noch mal kurz ein anderes Beispiel an. Auch hier sieht man dramatisch, was passiert, wenn ich Blooming an- und ausschalte. Nächstes Tool, das Vignette-Tool. Das tut genau, was es soll. Es erzeugt nämlich eine Vignette. Nicht mehr und nicht weniger. Ich schraube mal die Weichheit zurück. Und die Exposure hoch, dass wir sehen, mit was haben wir es zu tun. Ich kann die Form beeinflussen durch die Aspect Ratio. Kann die Größe beeinflussen. Kann hier das Center einstellen. Habe meinen Feathering Slider. Und kann die Vignette in beide Richtungen anwenden, um sie abzudunkeln oder um etwas aufzuhellen. Tut, was es soll. Ich persönlich benutze es eigentlich nicht innerhalb von dem T-Hanser Plugin, weil ich lieber mit mehreren Power-Windows arbeite, die ich dann sehr gezielt einsetzen kann. Dadurch habe ich ein bisschen mehr Kontrolle. Aber das ist Geschmackssache. Generell finde ich es gut, dass das Tool schon mal dabei ist. Nächstes Tool, Film Breath. Sehen wir uns die Sequenz mal normal an. Okay. Film Breath simuliert Schwankungen, so wie sie auf echten Filmen vorkommen. Und zwar kann ich da verschiedene Parameter beeinflussen. Die Helligkeit, die Exposure, den Tonwertumfang, Tonal Contrast, die Farbe überhaupt und natürlich die Gesamtwirkung. Eine kleine Periode bedeutet, das Ganze flackert sehr schnell. Eine große Periode macht das Ganze langsamer. Ich habe es mal aus Demo-Gründen auf schnell eingestellt. So würde das Ganze dann aussehen. Und jetzt gehen wir mal auf eine etwas entspanntere Periode. Jetzt ist es deutlich homogener. Nicht mehr so wahrnehmbar, aber fügt dem Film einfach so ein bisschen Atmen dazu. Deswegen auch der Name Film Breath. Damit kann man sehr viel spielen. Ich persönlich setze es relativ wenig ein. Kommen wir zu Gate Weave. Diese Funktion simuliert das mechanische Schwingverhalten von Film, entweder in der Kamera oder in einem Projektor. Auch hier kann man natürlich ein bisschen übertreiben. Wenn ich es einschalte, sehe ich schon, es wird ein bisschen rausvergrößert, damit Luft ist. Und jetzt schauen wir uns das mal in groß an. Und wie ihr schon sehen könnt, das Bild eiert hin und her. Natürlich kann man das jetzt nicht so übertrieben einstellen, wenn man möchte. Aber ich persönlich bin kein großer Fan davon. Ich setze es selten bis gar nicht ein. Nächstes Tool ist False Color. Ich kann das ein- und ausschalten und erhalte die übliche Falschfarbendarstellung, die ich zum Belichten einer Szene verwenden kann. Ehrlich gesagt erschließt sich für mich nicht wirklich der Sinn, so etwas in T-Hanser zu haben. Wenn ich False Color benutze, dann mache ich das beim Aufnahmeprozess, aber nicht hinterher. Aber anyway, man kann damit ja vielleicht auch ganz lustige Looks simulieren. Eine Thermokamera oder was weiß ich was. Dann kommen wir zum Output Slider. Das ist sozusagen eine Gesamttransparenz. Mittels des Impact Sliders kann ich die Wirkung meines Plugins festlegen. Und last but not least, ich habe die Möglichkeit, LUTs zu exportieren. Das Ganze in zwei Formaten, entweder in einer 17er Größe oder einer 33er Größe. Aber Vorsicht, damit kann ich nur die Filmparameter sozusagen rausgeben. Die ganzen Zusatzeffekte, wie zum Beispiel Film Grain, Halation, Bloom, Film Breath, Gate Weave etc., die werden damit nicht übertragen.
Aber es ist ein ganz nützliches Tool, wenn man sich zum Beispiel sagt, ich möchte meinen Film mit Kodak Aerocolor gestalten, dass man sich ein Aufnahmeprofil für die Kamera macht, wo man während der Aufnahme schon ein Monitoring vornehmen kann, in welche Richtung das geht. Das waren die umfangreichen Einstellmöglichkeiten von D-Hanser Pro. Bevor ich euch noch ein paar weitere Praxisbeispiele zeige, möchte ich an dieser Stelle auf das Photoshop und das Lightroom-Plugin eingehen. Der Download erfolgt ebenfalls über die Website. Ich kann mir hier meine Version auswählen. Spannenderweise ist der Download einiges größer als bei der DaVinci Resolve-Version. Okay, ich starte den Installer, starte Photoshop neu und habe mal Beispielbilder rausgesucht zur Bearbeitung. Dann gehe ich in den Bereich Filter und finde dort D-Hanser Film. Wenn ich das auswähle, komme ich sofort in eine Übersicht und habe dort verschiedene Dinge, die ich einstellen kann. Auf der linken Seite finde ich die Filmprofile. Erfreulicherweise kann ich hier filtern. Das würde ich mir für DaVinci auch wünschen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte nur alle Schwarz-Weiß-Filme zur Verfügung haben und kann mich dann sehr schnell durch die verschiedenen Varianten durchklicken. D-Hanser funktioniert übrigens super schnell innerhalb von Photoshop. Nehmen wir den Filter mal wieder raus oder ich sage mal, ich möchte zum Beispiel nur alle Motion Picture Profiles haben. Und wähle mir hier mal den Kodak Vision aus. Sehr schön finde ich, wie gesagt, die Möglichkeit, dass ich hier eine Auswahl treffen kann. Ich kann beliebige Filter zu Favoriten erklären. Und habe dann hier die Möglichkeit, die Favoriten direkt im Zugriff zu haben. Und das finde ich sehr lässig. Nach der Erstinstallation muss ich auch hier meine License-Info eingeben und meine Filmprofile updaten. Hier kann ich die Seitenleiste ein- und ausblenden. Und hier habe ich die Möglichkeit, Presets zu speichern. Dabei kann ich auch festlegen, welche Parameter mit übergeben werden. Und ich habe es auch sofort in der Liste zur Verfügung. Auf der rechten Seite kann ich mein Preview vorher und nachher schalten. Und ich habe die Einstellungen, die ich vom großen Plugin schon kenne. Also Source, hier kann ich eine Farbtemperaturanpassung machen. Dann Blackpoint und Whitepoint verschieben in zwei Color-Modi, Normal und Luma. Ich habe Print. Hier ist schon das normale Fotopapier voreingestellt. Des Weiteren kann ich hier Exposure, Total Contrast, Color Density und Saturation einstellen. Alles wie gehabt. Auch Film Grain kann ich hier einsetzen, wobei es beim Standbild für mich natürlich nur bedingt Sinn macht. Ich habe meine Color Head Anpassungen. Elation gibt es hier auch. Schauen wir mal in den Maskierungsmodus. Und machen wir mal ein bisschen was Krasses, dass wir was zu sehen haben. Ja, richtig schöner, schlechter Effekt in Anführungsstrichen. Aber ich kann es selbstverständlich auch vernünftig einsetzen. Und mein Lieblingsfilter Bloom ist auch vorhanden. Die Möglichkeiten hatte ich euch ja vorher schon ausführlich geschildert. Und dann gibt es noch die Vignettierung. Gateweave und Film Breath brauchen wir an dieser Stelle nicht. Das funktioniert dann nur im Bewegtbild. Ich finde, das ist eine saubere, coole Implementation des Ganzen. Schauen wir uns das Ganze innerhalb von Lightroom an. Hier muss ich einen Schritt mehr machen, um an das Plugin zu kommen. Und zwar muss ich in die Einstellungen gehen, die Voreinstellungen. Dort in den Reiter externe Bearbeitung
Und ich habe das hier schon gemacht. Meine erste externe Bearbeitung ist in Photoshop. Mein zweiter externer Editor ist hier eingestellt auf das DHANSA Lightroom Plugin. Das muss einfach einmal gemacht werden. Ich muss an der Stelle den Pfad angeben. Ich kann das Dateiformat angeben. Und damit es gut funktioniert, empfiehlt DHANSA den sRGB-Farbraum. Dann kann ich mir mein Bild auswählen, klicke mit der rechten Maustaste und gehe auf Bearbeiten in und habe hier zur Verfügung DHANSA Lightroom Plugin. Dann kann ich wählen, was soll bearbeitet werden. Eine Kopie mit den bisherigen Lightroom-Anpassungen. Eine Kopie kann bearbeitet werden oder ich kann das Original bearbeiten. Hier gibt es noch Optionen, die ich einstellen kann für die Kopie. Ich bleibe in meinem Fall bei Kopie mit Lightroom-Anpassung bearbeiten, weil ich die gemachten Korrekturen natürlich verwenden möchte. Dann klicke ich auf Bearbeiten und erhalte die gleiche Maske, wie ich sie bereits von Photoshop kenne. Sehr schön ist, dass auch die Presets weitergegeben werden. Auch hier Kompliment, super Implementation des Ganzen. Sehen wir uns zum Abschluss noch ein paar Beispiele an, wie ich persönlich die DHANSA in meinem Workflow einsetze. Das ist Material, das ich zusammen mit Rainer Wolf gedreht und bearbeitet habe, in einer Beachwatch-Baywatch-Parodie. So sieht das Ganze unbearbeitet aus. Das Ganze wurde übrigens mit dem iPhone gefilmt, in Filmic Pro, mit einem entsprechenden D-Log-Profile in Cinebit. Und da finde ich schon ganz schön beachtlich, was man da rausholen konnte. Sehen wir uns mal kurz meinen Notary an. Typischerweise bei meinen Notaries ist an erster Stelle eine Noise Reduction. In diesem Bild findet die gar nicht statt. Dann haben wir die Umwandlung des D-Log-Profiles in ein REC 709. Dann gibt es die Anpassung der Belichtung, die Farbtemperatur und dann wird die DHANSA Pro eingesetzt. Danach habe ich die Rottöne noch separat bearbeitet. Habe ein bisschen was gemacht im Bereich der Beine und habe das Gesicht noch deutlich nachbelichtet. Zu guter Letzt eine Erhöhung der Kontrastkurve. Eine leichte S-Kurve habe ich da eingezeichnet und eine Vignette, um das Ganze zu fokussieren. Und so haben wir einen schönen, homogenen Filmlook. Was habe ich gemacht in DHANSA Pro? Bin auf REC 709 geblieben. Als Filmprofil habe ich mir den Kodak Vision 200T ausgewählt, habe den Tonal Contrast und die Color Density ein bisschen angepasst. Das sieht man hier ganz gut. Film Grain dazugegeben und ein bisschen Blooming, was dem ganzen Look einfach so ein bisschen eine Weichzeichnung verleiht. Und an dem Beispiel möchte ich euch einfach mal ein paar unterschiedliche Filmprofile zeigen. Das wäre die Aquawelt. Auch sehr schön, aber sofort ein ganz anderer Look. Die Nassplatten-Emulation an der Stelle wirklich nur als Gag, die macht hier gar keinen Sinn. Dann haben wir Cinestill. Die komplette Palette an Fuji-Filmen. Der typischen leichten Grünfärbung in dem Fall. Ich persönlich mag den Superior ganz gern. Das ist die Schwarz-Weiß-Richtung mit Ilford. Einer meiner Favorites ist der Kodak Aerocolor. Auch sehr schön der Kodak Gold. Kodak Chrome 64 hatte ich vorher schon mal angesprochen mit seiner typischen Färbung. Hier sind die Filmprofile. Wie gesagt, für den haben wir uns letztendlich entschieden. Dann gibt es lustige Lomochrom-Profile, die hier sogar auch ganz witzig aussehen können.
Aber gehen wir wieder zurück auf den Vision 3. Ralf Möller in einer Außenszene. Gleicher Aufbau, D-Log, Exposure, Farbbalance. Mein D-Hanser Filmprofil. An dieser Stelle wirklich nur eingesetzt, um das Bild ein bisschen weicher zu machen, mit anderen Kontrasten zu versehen. Auch hier setze ich den Kodak 3200T ein. Bisschen was geschraubt am Tonal Contrast und an der Color Density. Später separiere ich mir noch den Himmel, um eine einheitliche Farbe zu kriegen, und bearbeite auch seine Hauttöne drastisch nach. Im Original sieht die Szene so aus. Und das ist, was wir draus gemacht haben. Ganz was anderes. Unterwasser-Horror-Szene. Mädel ertrinkt. Auch hier vom No-Tree genau gleich wie vorher. Sehen wir uns mal in groß an. So war das Ganze vorher. Und das ist draus geworden. Und da, finde ich, kommt auch keiner mehr drauf, dass das auf einem iPhone gedreht ist. Für mich hat das einen coolen Look und einen coolen Charakter. Gleiches gilt für die Nixon-Szene. Original. Unsere Bearbeitung. Und last but not least die Szene, die ich mit Ralf gemeinsam vor der Kamera stehen durfte. Original. Und die Bearbeitung. Auch hier exemplarisch. Wählen wir mal ein paar andere Filmprofile aus. Zum Beispiel in Richtung Polaroid. Polaroid schwarz-weiß. Orvochrom, damit bin ich in einem sehr spannenden Look. Oder die Schwarz-Weiß-Profile. Kommen wir zum letzten Beispiel. Ein Videoclip für die Produktion Sonderglück mit meinem Kumpel Rainer Thielmann. Das Ganze war eine Greenscreen-Produktion und ich habe hier in dem Fall die D-Hanser verwendet, um dem Ganzen ein bisschen den letzten Schliff zu geben. So sehen die finalen Bilder aus. Ohne Bearbeitung sieht es so aus. Und ihr könnt schon sehen, das macht einen gewaltigen Unterschied. Sehen wir uns hier mal den No-Tree an. Im ersten Schritt eine kleine Noise Reduction, Exposure-Korrektur, Farbbalance, der Look und ein bisschen Sharpness. Das Keying habe ich innerhalb von der Edit-Page erledigt. Ich muss also hier so mal ein bisschen hin und her schalten, um das Endresultat sehen zu können. Hier habe ich mich für einen Kodak Aerocolor entschieden, der dem Ganzen eine schöne Charakteristik gibt. Großartig nachbearbeitet wurde an der Stelle gar nicht. Es gibt eine kleine Korrektur von dem Tonal Contrast. Ich habe ein bisschen Farben rausgenommen in der Color Density und das war's auch schon. Das Schöne an die D-Hanser ist, man muss ja nicht immer riesengroße Schritte machen, um einen schönen Effekt zu erzielen. So viel zu Theorie und Praxis. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich bin absolut begeistert von der Qualität und den Möglichkeiten, die D-Hanser Pro bietet. Seit meinem Review von vor fast einem Jahr setze ich es eigentlich täglich ein und es ist aus meinem Workflow nicht mehr wegzudenken. Ich benutze die D-Hanser Pro bei fast allen meinen Produktionen. Nicht immer zur Emulation vom Filmbook. Manchmal setze ich auch nur einzelne Tools gezielt ein, wie zum Beispiel Bloom. Das Tüpfelchen auf dem i sind es die neuen Plugins für Photoshop und Lightroom. Ich habe mir schon oft gewünscht bei der Fotoretusche in Photoshop, dass ich dort die gleichen Möglichkeiten habe wie in Resolve. Und das ist damit jetzt möglich. Sicherlich spielen persönlicher Geschmack und vor allem die Aufgabenstellung eine große Rolle. Das Plugin ist schon sehr speziell. Aber wer digitalen Bildern einen analogen Touch verleihen möchte und auf der Suche ist nach dem berühmten Filmlook, der kommt hier voll und ganz auf seine Kosten. Apropos Kosten. Das Plugin ist leider kein Schnäppchen. Die D-Hanser Pro kostet $399 für zwei Seeds und ist somit tatsächlich um einiges teurer als DaVinci Resolve in der Studioversion. Das ist nicht ohne.
Photoshop und Lightroom-Plugin kosten momentan als Einführungspreis $149. Später soll es dann $199 kosten. Für preisbewusste User gibt es dHunter Lite. Für $199 bekommt man da eine abgespeckte Version von dHunter Pro. Oder aber man kann sich sogar jedes einzelne Tool als eigenes Plugin kaufen. Das kostet dann $99. Einen Punkt habe ich noch. Im Photoshop Lightroom Plugin gibt es die Möglichkeit, Filmstock als Favoriten zu markieren oder Presets zu erstellen. Das wünsche ich mir für die Resolve-Version auch. Hier habe ich schon viel zu viel Zeit damit verbracht, immer wieder die jeweils gleichen Einstellungen vorzunehmen. Klar kann man sich mit Power Grades behelfen, aber das ist auch nicht wirklich cool. Also, liebes dHunter-Team, wenn ihr zuschaut, vielleicht gibt es die Möglichkeit, auch für Resolve eine kleine Preset-Verwaltung zu erstellen. Damit würdet ihr wahrscheinlich nicht nur mir einen großen Wunsch erfüllen. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie eure Meinung zum Thema Filmemulation, Filmlook ist. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ein Abo. Und natürlich übers Teilen und Weitersagen. Vielen Dank, bis bald, wir sehen uns.